wenn die Avengers mit ihrem Endgame riesige Wellen geschlagen haben, ist Avatar noch immer der erfolgreichste Film aller Zeiten. Das Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer führt eine Liste an, die man gerne einfach so hinnimmt, ohne dabei darauf zu gucken, was diese Liste so besonders macht. 17 der 20 erfolgreichsten Filme aller Zeiten haben in irgendeiner Weise Fantasy-Elemente in sich. Ernsthaft, das ist mal ganz klassisch, wie zum Beispiel in Frozen, oder auch etwas variierter und abgefahrener wie die Star Wars-Filme zum Beispiel. Die einzigen Ausnahmen sind sicherlich Titanic und der 6. und 7. Teil der Fast and Furious-Reihe. Der Erfolg von Fantasy-Universen wie Game of Thrones, Harry Potter oder Herr der Ringe zeigt eine eindeutige Tendenz. Fantasy ist größer denn je. Völlig unabhängig von welchem Medium wir sprechen. Seit 2010 haben sich die Buchverkäufe, was Fantasy angeht, sogar verdoppelt. Jetzt, wo Game of Thrones Geschichte ist, aber dafür halt Witcher die Serie kommt oder der Herr der Ringe die Serie von Amazon, setzen wir uns mal hin und fragen uns, warum ist Fantasy eigentlich so beliebt? Was macht Fantasy so besonders? Und warum zieht dieses Genre so viele Menschen an, die völlig besessen sind von ihrem Stoff? Damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Special hier auf Cinema Strikes Back. Bevor wir beginnen, ist eine Klarstellung wichtig. Vieles, was nach klassischer Science-Fiction aussieht, wird von Medienwissenschaftlern zur Fantasy gezählt. Lange Zeit galt Science-Fiction sogar als ein Subgenre der Fantasy. Es gibt große Unterschiede zwischen den beiden Genres, aber in einem Punkt sind sie sich nicht ganz unähnlich. Das, was für die Fantasy die klassische Magie ist, sind für die Science Fiction bahnbrechende Erfindungen der Zukunft. Alles ist möglich und wir verlassen die Fesseln klassischer Erzählstrukturen. Darum geht's. Gerade bei Beispielen wie Avengers oder Star Wars ist es sowieso gar nicht so einfach, überhaupt zwischen Sci-Fi und Fantasy zu unterscheiden. In einem Punkt sind sie aber gleich. Beide Genres sind erfolgreicher denn je. Fantasy begann dabei nicht einmal mit J.R.R. Tolkien, dem Schöpfer der Mittelerde-Saga. Tolkien hat die moderne Fantasy definiert, aber die Fantasy hatte schon immer ihre Existenz, auch wenn sie vielleicht nicht unter dem Namen Fantasy bekannt war. Was ist denn mit der Argonautensaga, in der Jason gegen allerlei Monster kämpft, um ans goldene Vlies zu kommen? Oder dem Nibelungenlied über Siegfried, den Drachentöter? Oder der Beowulf-Saga aus dem Frühmittelalter? Auch die Werke von H.P. Lovecraft oder Bram Stoker oder Mary Shelley könnte man bereits als vormoderne Fantasy bezeichnen. Einen großen Vorteil hat die Fantasy in der Literatur. Sie bringt junge Heranwachsende dazu, mit großem Interesse zu lesen. Das hat eine aktuelle Studie von Christopher Menadue und Susan Jacobs ergeben. Die Studie trägt den Titel »Wer liest Science Fiction und Fantasy und was denken diese Leser über Wissenschaft?« Und wir verlinken euch die Studie in der Infobox. Die Studie zeigte auf jeden Fall, dass Fantasy- und Science-Fiction-Leser im Durchschnitt eine hohe Schulbildung genießen und der Wissenschaft nahestehen. Mit anderen Worten, Fantasy und Sci-Fi ziehen wissenschaftlich interessierte Menschen an, die gebildet sind und gerne und viel lesen. Außerdem wurde eine gewisse Cross-Medialität festgestellt. Das heißt, Fantasy-Leser genießen ihr Lieblingsgenre nicht nur in Form von Büchern, sondern auch als Comics, als Serien, Filme und Videospiele. Fantasy-Fans identifizieren sich regelrecht mit ihrem Genre und das kann dann sogar auch schon mal an die Obsession grenzen. Wir kennen die Fantasy-Obsession und meistens ist sie auch ganz unschuldig. Man cosplayt auf einer Convention, man schreibt Fanfictions über seine Lieblingsfiguren oder lässt sie sich gleich auf den Körper tätowieren. Diese Obsession kann aber auch schon mal ins Kriminelle umschwingen, wenn Menschen beleidigt oder gar bedroht werden, wenn sie die Lieblingswerke der obsessiven Fans kritisieren. Davon kann ich als jemand ein Liedchen singen, weil ich ja gerne die Filme des MCUs kritisiere oder zum Beispiel mit dem Venom-Film nichts anfangen kann. Wir kommen immer wieder zurück zur zentralen Frage. Warum ist Fantasy so erfolgreich? Und warum ist Science Fiction so erfolgreich? Liegt es daran, dass uns die Realität nicht ausreicht? Tja, manchmal nicht. Da spricht man vom sogenannten Eskapismus. Sicherlich der naheliegendste Grund für die Fantasy. Eskapismus ist ein schickes Wort, das nichts anderes bedeutet als Realitätsflucht.
In einer Zeit, in der wir davon ausgehen, dass die meisten Politiker korrupt sind, riesige Konzerne Grundwasser privatisieren möchten und Nachrichtensender immer gewaltbesessener werden, möchten wir manchmal der Realität einfach entfliehen. Warum sonst sollte man als Leser davon träumen, einmal Gandalf zu treffen, Quidditch zu spielen oder in einer Stadt zu wohnen, die wie ein Kettenfahrzeug über die apokalyptische Welt reist? Viele kritisieren genau das, dass Populärkunst sinnlos sei, weil man damit die Augen vor den wahren Problemen verschließe. Tolkien machte sich aber immer wieder für den Eskapismus stark. Wieso sollte jemand verachtet werden, der sich im Gefängnis befindet und versucht herauszukommen und heimzugehen? Oder, sofern das nicht geht, wenn er über andere Themen nachdenkt und über etwas anderes spricht als über Wärter und Kerkermauern. Dementsprechend ist die kürzeste Definition: Fantasy ist alles, was nicht in unserer realen Welt spielt. Der Vorteil liegt auf der Hand: Wenn man mal genug vom Alltag hat, kuschelt man sich an seinen Lieblingsplatz und reist ins Wunderland, nach Elysium oder auf einen fremden Planeten. Wenn das aber die einzige Funktion der Fantasy wäre, dann wäre es das langweiligste Genre aller Zeiten. Denn Fantasy schafft keine perfekten Welten. Niemand steht auf Geschichten, in denen von vorne bis hinten alles rund läuft und perfekt ist. Geschichten leben von Konflikten, die zu Veränderungen führen. Sie werfen Figuren in unlösbare Situationen, in denen wir als Leser, als Zuhörer, Spieler oder Zuschauer immer hoffen, dass am Ende alles gut wird. Denn diese Geschichten leben von unserer Hoffnung und von dem Gefühl, nachdem die ganze Menschheit süchtig ist. Selbst der Herr der Ringe ist in seinem Kern vor allem eine Underdog-Geschichte von den albernen kleinen Hobbits, vor denen sich eines Tages ganz Mittelerde verbeugt. Am Ende kommen wir zurück auf ein Naturgesetz. Ohne Täler keine Berge. In jeder Fantasy-Geschichte geht es um Trauer und Schmerz. Fantasy ist eine Kerze, die Licht bringt, aber auch einen Schatten an die Wand wirft. Fantasy ist nämlich Eskapismus und zugleich auch das genaue Gegenteil von Eskapismus. Eine Realitätsbetrachtung. Das mag jetzt etwas verwirrend sein, aber nehmen wir einfach ein Beispiel. George R. R. Martin und Game of Thrones. Game of Thrones ist in seinem Kern die Fiktion eines geschichtsinteressierten Mannes, der die liebsten Aspekte der Menschheitsgeschichte genommen, umgewandelt und auf die Kontinente Westeros und Essos geworfen hat. Das Reitervolk der Dothraki zum Beispiel, die Pyramiden der Meereen oder der gigantische Freistaat von Valyria. All diese Völker haben ihren Ursprung in der Menschheitsgeschichte. In Westeros spielt sich sogar eine fesselnde Geschichte ab, die auf den Rosenkriegen basiert, die sich im England des 15. Jahrhunderts zugetragen haben. Wir können vielleicht mit Fantasy unserer Realität entfliehen, aber wirklich gute Fantasy zeigt uns unsere Realität in einem neuen Licht. Dabei können soziale, philosophische und politische Ideen in einem völlig neuen Umfeld erforscht und ausgetestet werden. Fantasy ist nämlich eine wahre Auseinandersetzung mit unserer Menschlichkeit. Die Autorin Leanne C. Taylor gab für das gesamte Genre die vielleicht passendste und beste Zusammenfassung: Fantasy lässt uns glauben, dass wir die Macht haben, die Welt zu verändern, und zeigt uns dann, dass wir es tatsächlich können. Fantasy ist ein Mittel, um für einen herrlichen Moment unserer harten Realität zu entfliehen, aber wenn wir in unseren Alltag zurückkehren, haben wir durch gute Fantasy immer etwas Neues über unsere Welt, über unsere Mitmenschen und über uns selbst gelernt. Deswegen werden uns große Fantasy-Serien auch niemals ausgehen, denn es ist nicht so, dass ein findiger Mensch die Fantasy erfunden hat und Menschen auf den Zug aufgesprungen sind. Der Hunger nach Fantasy steckt tief in unserer menschlichen Seele und so ist es nur selbstverständlich, dass das Genre derart erfolgreich werden konnte. Ich sprach bereits über die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon und über The Witcher. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Fantasy-Stoff eurer Meinung nach der beste aller Zeiten ist und auf welche Serie ihr euch am meisten freut. Wir werden in den nächsten Wochen auch nochmal ein ausführliches Video darüber machen, welche Serie die nächste große Sache wird und ob sowas wie Game of Thrones überhaupt noch einmal möglich ist. Wenn ihr uns abonniert, verpasst ihr dieses Video auch nicht. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Wir haben auch schon ausführlich darüber gesprochen, worum es in der Herr der Ringe-Serie gehen könnte. Klickt dafür einmal hier oder hier
um zum neuesten Video unserer Kollegen von Game 2 zu kommen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.